ins Umzusetzen, damit Alternativkonzept zu den Klimaschutzgesetzen der Bundesregierung vor. Die Grünen, die wollen schnellere und größere Schritte machen in Richtung Klimaschutzziele, gerade beim CO2-Preis. Die Bundesregierung sagt 10 Euro Einstiegspreis pro Tonne CO2. Die Grünen sagen hier in ihrem Leitantrag 40 Euro zum Einstieg, 60 Euro dann schon 2021. Es wird zwar was zurückerstattet durch ein Energiegeld und Senkung der Stromsteuer, aber nicht komplett. Also wie groß wird für die Belastung, würde die Belastung damit für die Bürger und wie sozial gerecht ist das eigentlich? Zunächst mal ist das eine Antwort auf Augenhöhe mit der Wirklichkeit. Wir müssen die Klimaschutzziele von Paris einhalten. Und zwar nicht, weil sich das die Grünen wünschen, sondern weil es dringend notwendig ist und weil es die Bundesregierung, und zwar dieselbe, wie wir sie jetzt haben, unterschrieben hat. Zweitens, das muss sozialverträglich sein. Da haben Sie vollkommen recht. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir sagen, die Einnahmen aus der CO2-Steuer gehen zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, jede und jeder Bürger, egal ob Kind oder Erwachsener, bekommt am Anfang des Jahres 100 Euro Energiegeld zurückerstattet. Aber es fließt ja nicht komplett zurück. Es ist nicht aufkommensneutral. Es ist nicht aufkommensneutral, es fließen aber diese 100 Euro pro Person zurück. Und das bedeutet insbesondere für diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen sogar, dass sie ein Plus haben, dass sie eine echte Entlastung haben. Für diejenigen, die viermal im Jahr übers Wochenende fliegen wollen, die eine große Wohnung haben, die zwei SUVs fahren oder sowas, für die bedeutet das in der Tat eine Einschränkung. Aber das ist auch der Unterschied zu dem Vorschlag der Bundesregierung, die mit der Pendlerpauschale nur die entlasten, die tatsächlich schon selbst viel haben. Die Bundesregierung will aber gerade mit der von Ihnen stark kritisierten Pendlerpauschale auch gerade die Leute in ländlichen Gegenden stärken und denen sagen, die Belastung wird für euch nicht so groß. Wenn man sich Ihre Vorschläge hier anschaut, Sie sagen nur noch emissionsfreie Autos ab 2030, Ölheizung soll nicht mehr eingebaut werden. Also gerade Leute in ländlichen Gegenden, die können nicht sofort alle moderne Heizung einbauen und moderne Autos fahren. Also es sieht mir doch ein bisschen so aus, als würde es zulasten gerade von Menschen mit geringem Einkommen auf dem Land gehen. Nee, ganz im Gegenteil. Für den ländlichen Raum sagen wir erstens, natürlich muss der ÖPNV ausgebaut werden, wird aber nicht sofort passieren. Und auch wir sind uns klar darüber, dass auf dem Land der Individualverkehr, also das eigene Auto, auch in Zukunft eine Rolle spielen muss. Deswegen haben wir nicht gesagt, ab 2030 keine emissionsfreien Autos mehr, sondern ab 2030 keine Neuzulassungen mehr und keine neuen Einbauten von Ölheizungen. Wir wissen ja alle, so eine Heizung, die hat sich irgendwann amortisiert. Und wenn es eine neue geben muss, dann soll es eine sein, die klimagerecht ist, aber die natürlich auch den Geldbeutel schont. Um darum geht es auch. Auch heute schon, wenn man sich mal anschaut, kleine Elektroautos, die noch relativ teuer in der Anschaffung sind, bedeuten aber dann beim Laden von Strom natürlich, dass es sehr, sehr günstig ist. Also gerade für Leute auf dem Land, die pendeln müssen, ist unser Vorschlag auch finanziell deutlich günstiger als das, was die Regierung vorschlägt, weil die Leute, die Pendlerpauschale überhaupt anrechnen können, sind welche, die zahlen viele Steuern. Das ist niemand mit einem kleinen oder mittleren Einkommen und zwei Kindern. Das wären Ihre Pläne. Heute Morgen im Bundestag konnten Sie nur zuschauen. Da hat die Koalition mit ihrer Mehrheit diese Klimaschutzgesetze durch den Bundestag gebracht. Das geht jetzt in den Bundesrat. Die Grünen sind in den Ländern stark. Wir wissen das. Als dieser Kompromiss zustande kam, da hieß es von grüner Seite, wir werden im Bundesrat da drauf gucken und wir werden versuchen, Verbesserungen zu erreichen. Ich finde, es sind damit ziemlich hohe Erwartungen geschürt worden. Jetzt sind die Gesetze fast kein Gesetz ist zustimmungspflichtig. Also müssen Sie da im Bundesrat nicht ziemlich machtlos zuschauen? Ja, wir tun, was wir können. Mehr kann man nicht sagen. In der Tat, Sie haben recht, es sind nur ganz wenige Gesetze auch im Bundesrat dann zustimmungspflichtig. Beispielsweise sowas wie die Mehrwertsteuer bei der Bahn. Wenn die gesenkt werden soll, dann werden wir da nicht dagegen sein. Aber das Entscheidende ist natürlich auch, wir sind in den Ländern ja nicht allein regierend, sondern immer in Koalitionen und zwar immer mit den Partnern, die auch im Bund mitregieren. Also wir tun, was wir können, um das zu verbessern, aber die Grundprobleme, die können wir im Bundesrat nicht lösen. Zum Beispiel die Deindustrialisierung, dadurch, dass die Windindustrie keine weiteren Fortschritte machen wird und viele andere Fragen. Und das ist das Dilemma und das Problem. Sie haben zum Teil hohe Erwartungen geweckt. Mal sehen, ob dann nicht einige Grünen-Anhänger auch enttäuscht sind. Aber wir wollen noch kurz gucken, auch der Parteitag hier, der wird sich auch stark beschäftigen mit dem wirtschaftspolitischen Kurs der Grünen. Sie wollen Profil gewinnen, was die Wirtschaftspolitik anbelangt. Da gibt es einen Leitantrag, da gibt es durchaus eine Hinwendung zur Wirtschaft. Die Grünen bekennen sich ganz klar zur Marktwirtschaft. Es ist aber auch sowas drin wie 12 Euro Mindestlohn, also eigentlich ein Schulterschluss mit Gewerkschaften, SPD und Linken. Wohin wollen die Grünen mit diesem Kurs in der Wirtschaftspolitik? Wir wollen eine soziale und ökologische Marktwirtschaft. Darum geht es. Und deswegen muss es bestimmte Regulierungen geben. Daran kommt man nicht vorbei. Und sowas wie der Mindestlohn, das ist natürlich eine Antwort darauf,
dass wir gerade wochenlang über eine Grundrente diskutiert haben und über Altersarmut. Der Grund liegt aber eben schon viel früher, nämlich darin, was hat man eigentlich für ein Einkommen, gerade im unteren Bereich. Und deswegen eine solche Antwort. Aber ganz klar, es geht darum, in Zukunft wird man auch ökonomisch nur erfolgreich sein können, wenn man ökologisch wirtschaftet. Und deswegen haben wir hier ein klares Angebot für nachhaltiges, ökologisches und soziales Wirtschaften, eine Marktwirtschaft, wie sie in der Zukunft, glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls alternativlos ist. Es gibt zu diesem Leitantrag, so viel darf ich verraten, wir werden natürlich darüber auch berichten, sehr viele Änderungsanträge. Also es gibt unter den grünen Delegierten hier sehr viele Vorschläge, die noch weitergehender sind durchaus. Wir wollen auch natürlich schauen auf die Wahlen. Annalena Baerbock und Robert Habeck, die werden hier als Parteivorsitzende bestätigt werden. Das ist gar keine Frage. Ich stelle jetzt auch nicht die Frage, weil ich sowieso keine Antwort bekomme nach dem Kanzlerkandidaten. Aber trotzdem, die Grünen werden klären müssen, spätestens morgen, wenn dann die Wahl ist und die beiden bestätigt sind, den Grundsatz. Gehen die Grünen mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl? Denn wenn man diesen Grundsatzentscheidung treffen würde, würde das doch auch den Anspruch, den sie sowieso haben, nämlich zu regieren, unterstützen. Warum tun sich die Grünen mit dieser Grundsatzentscheidung schon so schwer? Da geht es ja noch gar nicht um Personen. Wir tun uns nicht schwer damit, dass wir regieren wollen, aber wir müssen nicht eine Personaldebatte führen, bevor es überhaupt soweit ist. Und ich glaube, das ist eine sehr geerdete und sehr klare Ansage. Wir wollen regieren, wir sind Orientierungspartei, wir sind Bündnispartei. Alles das bereiten wir vor, dazu sind wir auch bereit, aber keine sinnlosen Personaldebatten zur falschen Zeit. Also nach wie vor natürlich kein Name, aber auch nicht die Grundsatzentscheidung, aber wir werden das innerhalb dieser BDK noch häufiger fragen, das darf ich Ihnen versprechen. Vielen Dank, Katrin Göring-Eckardt. Danke.